Hallo aus Verden, wir sind hier im Norddeutschen Zentrum für nachhaltiges Bauen und hier steht das erste fünfgeschossige Strohballenhaus. Und die Glasfassade dazu hat Frerichsglas geliefert und neben mir steht der Geschäftsführer Walter Tietz. Sie haben das schon im Vorgespräch gesagt, es war keine Herausforderung, jetzt diese Fassade zu machen, aber es ist besonders, was Sie hier gemacht haben. Ja, was wir hier gemacht haben, ist einfach, dass zwei Philosophien zusammengekommen sind. Diese Neuentwicklung Uniglas Facade basiert auf einer ökologischen Weiterentwicklung einer normalen Fassade dahingehend, dass wir alle Fremdstoffe eliminiert haben und jetzt ausschließlich nur noch mit Holz arbeiten. Kann man sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig vorstellen, wie soll das gehen? Ist aber so, dass wir keinen Kunststoff, keine Gummifolien oder Ähnliches mehr einsetzen, sondern über Holzkoppelung arbeiten, Holz an Holz. Der ökonomische Vorteil daraus, denke ich, ist unmittelbar ersichtlich. Holz ist ein naturnachwachsender Rohstoff gegenüber Aluminium, was in der Regel eingesetzt wird, ist der Footprint doch um ein Vielfaches, nicht nur um Punkte, sondern um ein Vielfaches geringer. Insofern sind da zwei Philosophien zusammengekommen, die einfach zusammengehörten. Und eine Ihrer Philosophien ist ja auch, Sie wollen Wissen weitergeben, damit weniger Fehler gemacht werden. Wie sehen denn Ihre Schulungen aus? Ja, Wissensweitergabe in dem Bereich beinhaltet wohl zwei Dinge. Das eine ist das Wissen um das Glas und der Einsatzmöglichkeiten, um einfach Fassaden und Gebäude zu optimieren. Das zweite sind ganz handwerkliche Dinge, wo wir Kurse anbieten für unsere Kunden. Wie gehe ich mit Glas um? Oder noch wichtiger, das Thema Verträglichkeiten. Ein Großteil von Reklamationen in der Fassade entscheidet, weil einfach Silikon aus dem Baumarkt irgendetwas eingesetzt wird und sich keiner Gedanken darüber macht. Was bewirkt das im Zusammenspiel mit anderen Materialien? Und ich denke, hier ist Nachholbedarf, den wir gerne erfüllen. Okay, dann vielen Dank, viel Erfolg und viel Spaß noch auf den Fachtagen. Herzlichen Dank auch an Sie und Ihnen noch viel Erfolg auch. Dankeschön. Und wenn Sie mehr über Frerichsglas und Walter Tietz wissen wollen, schauen Sie einfach mal auf die Homepage, da finden Sie alles.